Um das besser darstellen zu können, habe ich mal einen A-stabilen Multivibrator aufgebaut aus zwei Transistoren. Das geht immer ganz schnell, da kann man schnell mal was ausprobieren. Und mir kommt es eigentlich nur auf ein Detail an. Guckt mal, ich habe den Regler hier, den Regelwiderstand, mehr zum rechten Transistor. Ihr könnt dann nochmal im Theorie-Teil nachgucken. Ich habe die Schaltung mal ganz kurz dargestellt. Der rechte Transistor ist jetzt praktisch bevorzugt und der linke steuert die Lampe. Das heißt, der linke ist benachteiligt sozusagen, sodass man sieht, dass der linke nur eine ganz kurze Durchsteuerzeit hat, eine kurze Hellzeit. Das ist jetzt ideal. Man sieht richtig, Pulsweitenmodulation könnte man dazu auch sagen, bei gleichbleibender Frequenz. Jetzt davon abgesehen, das ist das Wichtige. Was ist denn hier effektiv, wenn ich das zum Heizen nehmen würde? Dieses kleine Lämpchen, das wird ja warm. Das wird nicht viel und nicht lange heizen und das wird auch gar nicht lange Wirkung haben. Jetzt vergrößern wir mal die Wirkung bei gleichbleibender Frequenz. Jetzt stelle ich mal auf ungefähr 1 zu 1. Jetzt ist gleich lang aus und gleich lang an. Das heißt, die Wirkung wird immer größer werden, je länger die Lampe anbleibt. Und jetzt sieht man, die Frequenz ist gleich geblieben und sie ist sehr lange gegenüber der kurzen Pause an. Also in diesem Fall wird sie noch länger wirken. Das ist fast wie ein dauerhaftes Leuchten und das kann ich allerdings jetzt nicht übertreiben. Jetzt bis dahin ist ungefähr die maximale Möglichkeit. Ansonsten brennt mir der Transistor wegen des hohen Basisstroms durch. So, und das lässt sich jetzt an, also da sieht man ganz deutlich das Thema auch Wirkleistung und Effektivspannung, effektive Leistung bei Wechselspannung und so weiter. Kann man daran schön sehen. Das ist die eine Sache. Die andere Seite, Pulsweitenmodulation. Die Pulsweite, in diesem Fall ist die Weite des An-Signals, also des linken Transistors, viel länger und. Wir sehen auch, dass man Gleichspannungen pulsen kann. Das ist alles möglich hier in diesem Beispiel sichtbar. Und ich denke mal, das reicht. Ich habe dann zum Schluss, werde ich noch links anbringen, aber hier zwischendurch immer links angebracht, sodass man da ruhig raufgehen kann. Dieses Video wartet hier. Dürfte als Demonstration für solche Sachen mal genügen. Ich lasse es jetzt auch und verbleibe mit besten Wünschen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Macht's gut, tschüss.